Unspezifisch heißt, dass wir für den Rückenschmerz jetzt keine wesentlichen Veränderungen in der Anatomie, also im Aufbau der Wirbelsäule haben, sondern dieser Rückenschmerz kann unterschiedliche Ursachen haben. Dieser unspezifische Rückenschmerz wird im Regelfall mit entzündungshemmenden Medikamenten behandelt. Er bedarf erstmal keiner weiterführenden Diagnostik außer der klinischen Untersuchung. Röntgenaufnahmen sind da nicht notwendig. Ebenso wenig braucht man gleich eine Kernspintomographie. Man kann bedarfsorientiert gegebenenfalls mit einer Physiotherapie beginnen oder auch mit unspezifischen Maßnahmen wie lokaler Wärmeanwendung und Ähnlichem. Massagen selbst bringen an der Wirbelsäule im Regelfalle nichts, fallen eher in den Bereich des Wohlfühlens, also der Wellness, werden von daher eigentlich auch von den Kostenträgern nicht übernommen. Der spezifische Rückenschmerz unterscheidet sich vom unspezifischen dadurch, dass wir Veränderungen an der Wirbelsäule haben, die unterschiedliche Ursachen haben können. Sie können verschleißbedingt sein und von daher Beschwerden machen. Es können natürlich auch Fehlstellungen der Wirbelsäule sein, die entweder erworben sind oder Fehlentwicklungen der Wirbelsäule. Es kann sich natürlich auch mal um einen Unfall handeln mit einem Wirbelkörperbruch, der dann zu einem Rückenschmerz führt. Oder natürlich auch schlechtestenfalls um eine bösartige Erkrankung, um einen Tumor, die ebenfalls so etwas auslösen kann. Nicht zu vergessen sind natürlich entzündliche Erkrankungen, die wir unterscheiden in Erkrankungen aus dem rheumatischen Formenkreis oder natürlich auch entzündliche Erkrankungen, die durch Bakterien oder Pilze oder in seltenen Fällen auch mal durch Viren hervorgerufen werden.